Unberührte Natur. Kristallklares Wasser. Kilometerlange Sandstrände. Ein Paradies auf Erden. Und das mitten in Europa. Nur 2 oder 3 Flugstunden von den meisten europäischen Städten entfernt. Doch wer dem Lockruf von Mallorca folgt, landet meist in einer anderen Realität. Baustellen und Bettenburgen, soweit das Auge reicht. Zugebaute Strände, verstopfte Straßen, überfüllte Touristenzentren. Mallorca ist ein Sehnsuchtsort für Heerscharen von Urlaubern. Sie kommen vor allem aus Deutschland und Großbritannien, aber auch immer öfter aus der Schweiz, Frankreich und Österreich. Promis und Partypeople, Luxustouristen und Radfahrer, Pauschalurlauber und Naturliebhaber. Jeder kommt auf dieser Insel auf seine Kosten. Nur viele der Einheimischen nicht. Wir müssen sehr respektvoll sein mit den Touristen. Aber wir erwarten auch, dass sie uns respektieren. Wir leben direkt oder indirekt vom Tourismus. Es kommt aber der Punkt, an dem wir diese Dichte der Menschen nicht mehr ertragen können. Wir müssen schon für die riesigen Krankenhäuser zahlen, für zu viele Straßen und einen zu großen Flughafen, nun auch noch für eine größere Abwasseranlage. Vielleicht machen wir gar kein so gutes Geschäft dabei. Der Tourist kommt kurz vorbei und zahlt wenig, und wir sind das ganze Jahr hier und zahlen uns dumm und dämlich. Da stimmt doch etwas nicht. Im Juli und August hau ich hier ab. Man kann nicht hier bleiben. Wir fahren schon seit Jahren weg im Sommer. Wir vermieten unsere Wohnung für viel Geld und fahren nach Deutschland oder England, wo es ruhiger ist. Mallorca verwandelt sich in einen Themenpark. Es verliert die Identität und verwandelt sich in etwas Banales, wie bei Disney. Durch den Tourismus werden wir zu Statisten in diesem Themenpark und unser Leben verliert seinen Sinn und seine Identität.